Ja, hallo wieder bei Busse Yachtshop. Heute sind wir in der Autopilotenecke und ich wollte euch mal einen Antrieb zeigen, der hier auf dem Tisch ausgebreitet ist. Das ist der SD10 Antrieb für Simrad oder Navico Autopiloten. Das heißt, ich kann einen Ruderquadranten bewegen. Wenn ich also einen Ruderquadranten habe und den bewegen will, brauche ich eine Schubeinheit, die den bewegt oder das Ruder damit bewegt. Und dann muss ich seitlich Platz haben für einen Linearmotor. Der wird dann normalerweise eingesetzt, habe ich seitlich diesen Platz aber nicht. Gibt es den SD10, der mit einem Schubkabel und einer Bautenzug arbeitet, um die Ecke geführt wird, dann brauche ich den Platz zur Seite nicht und kann den Motor nach hinten einbauen. Ja? Das sind hier die Teile, die dazugehören. Das wollte ich euch einmal zeigen. Wir haben einmal das Schubkabel hier. Das ist die Quadrantenseite. Das wird hier drüber geschoben und da mit der Mutter befestigt, sodass ich hier eine feste Aufnahme habe. Und das kommt an Quadranten mit dem Stift, zeige ich euch gleich. Und die andere Seite von dem Kabel hat solch ein Schraubendraht, so kann man das vielleicht nennen. Da ist so eine Art Gewinde drauf gedreht. Die kommt dann hier rein. Und wird über den Motor rein und raus geschoben. Dreht sich also hier rum und kommt hier wieder raus. Ja? Und das ist nämlich etwas unhandlich hier. Deswegen das ist hier dann der Quadrantenbolzen. Der wird in den Quadranten reingesetzt, geht hier drauf und wird hiermit befestigt. Das heißt, ich habe eine wirklich feste Befestigung hier mit einem Achterbolzen oder sowas ist das hier. Ne? Der wird da durchgeschraubt. So, jetzt legen wir das hier mal an die Seite. Gesagt, Quadrant, das kommt da rein. Und ich habe hier so eine Schnellentriegelung. Heißt, ich kann, wenn irgendwas mal schief ist, das hängt irgendwo, Strom ist aus oder Kupplung hat nicht gelöst, kann ich das einfach so abziehen und kann das gleich rausnehmen. Und habe dann wieder meinen Quadranten frei und kann ganz normal steuern. Ne? Das ist das. Dann habe ich das hier als Aufnahme, als Gegenhalt sozusagen für den Schub. Ja. Das ist hier drehbar, muss aber eine feste Aufnahme haben, weil das Teil hat 180 Kilogramm Schub. Das sind also zwei erwachsene Leute, ja, die da wirklich, und das muss schon, hat ein bisschen Kraft hier. Ne. Das wird dann mit der Mutter befestigt und hier oben und kommt dann da rein und raus, ne, sodass es den Quadranten dann rein und raus schieben kann oder bewegen kann. Das Ganze hat auch ordentlich Fettnippel dran, weil dieser Bautenzug muss natürlich ordentlich gefettet werden. Heißt, ich habe hier einen Fettnippel, der das Ganze fettet. Hier eine O-Ring-Gummidichtung. Ne? Und auch hier im Gelenk habe ich einen Fettnippel, dass ich das ordentlich fetten kann. Ne? Und dann geht der, wie gesagt, hier rein, wird hier rumgeführt und kommt hier wieder raus. Und da das Ganze fettig und schmatterig ist, gibt es hier den Schlauch. Der wird dann da befestigt. So dass dann das Ende des Kabels hier rein und raus fährt, ne? Und nicht den ganzen Dreck an Bord einsammelt. Gut, dann kommen wir zur Motorbefestigung. Da sind hier drei Schrauben und hier ist so ein Halteblech. Das müsst ihr gucken, wie das hier drauf passt. Sieht so aus, ne? So wird das da drauf geschraubt und dann an Bord befestigt. Da ist ja auch keine große Kraft drauf. Die Kraft ist ja hier vorne zwischen dieser Aufnahme und dem Quadranten. Ne? Der schiebt ja nur das Kabel rein und rum. Gut, das Ganze ist geeignet dadurch, dass es 180 Kilogramm Schub hat, maximal. Für Boote so um die 6,5 Tonnen oder 11 Meter Länge. Da sollt ihr nicht übertreiben, sondern eher einen Schritt zurückgehen. Ja, das ist so die maximale Angabe. Aber es ist sehr kompakt, weil ich kann dieses Teil mit einem Radius von 15 Grad, 15 Zentimeter biegen, ja, also 30 Zentimeter Durchmesser. Heißt, ich komme von meinem Quadranten relativ gut zur Seite weg und muss nicht hier noch einen großen Motor haben, ne? Das ist der Vorteil. Gut, dann hat das eine Stromaufnahme maximal von 7 Ampere, arbeitet mit 12 Volt der Motor, ne? 7 Ampere Stromaufnahme, die Kupplung braucht, der kuppelt natürlich ein und aus. Und die Kupplung braucht 0,85 Ampere. Heißt, wenn er ausgekuppelt ist, könnt ihr natürlich ganz normal steuern.
wie auch immer das hinten am Quadrat rangeht, mit Seilzügen oder sowas. Ne? Und wenn er eingekuppelt ist, hält er das Kabel fest und schiebt selbst. Ne? Dazu haben wir einmal auch dieses Kabel. Das geht an ein NAC2-Kurscomputer und dieses dünne Kabel. Ne? Das ist einmal 4-polig Stecker und 3-polig Buchse. Das dicke Kabel ist dafür da, den Motor mit den 7 Ampere Strom zu versorgen, sprich rechts und links laufen zu lassen, sprich das Kabel rein und raus zu fahren. Und die zwei anderen sind für die Kupplung, sodass er klack einrastet dann, ne? Und das festhält. Das wird direkt an NAC2-Kurscomputer angeschlossen. Mit dem Stecker habt ihr auch genau den Stecker dran. Dann haben wir hier drauf einen Ruderlagengeber, der auch zum NAC2-Kurscomputer passt. Der hat dann auch diesen Stecker, 3-polig Buchse, wird da auch einfach angeschlossen. Das heißt, die ganze Verkabelung vom Motor bis zum Kurscomputer NAC2 wird mit Steckern einfach gelöst. Ja? Heißt, ihr müsst den NAC2 aber auch in der Nähe machen. Weiß ich, was sind das hier? 1,50 Meter Kabel oder sowas. Ne? Jo, und dann müsst ihr das Ganze ordentlich fetten, ein bisschen ordentlich betreiben, dass das ordentlich gleitet. Und habt dann einen kompakten, starken Autopilotenantrieb für die NAC-Kurscomputer. Gegebenenfalls muss noch ein Ruderlagengeber eingebaut werden. Ne? Das ist immer besser, sodass ihr da parallel noch einen Ruderlagengeber habt und ein Display oder Plotter und so. Und Precision Leuk Kompass kennt ihr. Ne? Das, aber ich wollte euch eigentlich den SD10 Autopilot-Motor von Simrad einmal zeigen. Jo, dann schönen Tag noch und wenn ihr es mögt, Daumen hoch.